Hey Leute, hier ist wieder euer Herr Arbeit und heute zu einem neuen Video zu Dragon Quest 11. Ihr hattet gefragt oder einer hat nachgefragt, ob ich nicht ein Video machen kann, wie man die Königspeitsche oder Königinnenpeitsche, muss ich jetzt selber mal nachgucken, ganz genau, ob ich dazu nicht ein Video machen kann, wie man die bekommt, beziehungsweise wie man die herstellt. Oder dachte ich, klar, machen wir, kein Thema. Und zwar heißt die Mission eine Peitsche für Profis und es geht um die Königinnenpeitsche. Und wir sollen diese doch bitte noch einmal herstellen, weil Zazi sie verbummelt hat. Als Belohnung dafür gibt es 3 Mini-Medaillen. Das ist ganz gut, aber ja, wir müssen ein Exemplar der Qualitätsstufe plus 1 oder höher herstellen. Und das bedeutet, wir müssen mindestens einmal so einen perfekten Schmiedeschlag haben. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch in diesem Video und vor allen Dingen, wo ihr alle Items dazu bekommt, weil die kriegen wir alle hier in der Nähe. Also, nach dem Intro geht's los. Viel Spaß! Also Zazi ist dieses Mädel, was ein bisschen aggressiv oder ein bisschen schon fast psycho-like hier sitzt. In der Nacht hat sie ein Nachthemd an, am Tage trägt sie wenigstens so halbwegs normale Klamotten. Sie gibt uns die Mission und wir brauchen 3 Items dafür, nämlich ein grünes Kleinod. Wir brauchen 2-mal den Spiegelstein und wir brauchen eine Vajazinthie. Und wir beginnen mit dem grünen Kleinod, weil das ist relativ einfach. Denn die können wir uns hier vorne gleich kaufen im Akademieladen. Das ist schön einfach. Wie ihr seht, haben wir hier das grüne Kleinod für 1000. Ist das Ding unsers. Ihr seht, ich habe schon eine, deswegen werde ich jetzt kein weiteres erstmal kaufen. Aber hier bekommt ihr schon mal das erste der 3 Items. Wenn ihr gar keins besitzt, dann müsst ihr ein wenig Zeit dazwischen drin vertrödeln, denn wir können, wenn wir die Items hier abfarmen, diese immer nur einmal sozusagen bergen und dann müssen wir eine Weile warten, bis sich dieser Sammelpunkt dann wieder ja, regeneriert, so würde ich es ausdrücken. Und das ist halt eben beim Spiegelstein der Fall, weil wir davon 2 Stück brauchen, wenn wir also keinen davon in unserem im Inventar haben, so ist das jetzt auch bei mir, dann müssen wir da leider warten. Wer jetzt gerne wissen will, wie er rauskriegen kann, was es so Schönes gibt, ihr könnt X drücken, wenn ihr im Kartenmenü seid und habt hier diese kleine Nebenmenü, da habt ihr Teleportation, seht dann was hier, Weltkarte, Missionen in der Nähe, könnt ihr angehen und die Funkelflecken. Und hier seht ihr zum Beispiel, dass sich hier 2 Spiegelsteine befinden auf der Karte. Und das ist doch das, was wir brauchen, was wir wollen. Und da werden wir uns die nehmen. Die eine erreichen wir am besten von der L'Akademie de Medaille und die andere vom Lagerplatz, weil es auf der anderen Seite ist. Aber wir werden das jetzt hier schnell machen. Und dann zeige ich euch ganz genau, falls ihr die Funkeflecken nämlich noch nicht habt, wo ihr die bekommt. Aber das schon mal dafür als Info, wie ihr am schnellsten so an die Items oder so rankommt, wenn ihr welche braucht und vielleicht schon alle Funkeflecken immer auf der Karte eingesammelt habt. Dann könnt ihr euch nämlich in den einzelnen Gebieten angucken, wo ihr etwas bekommt und könnt es dann schnell abfarmen. So, also holen wir uns den ersten Spiegelstein. Das war Platinerz, da ist er, Spiegelstein, den nehmen wir hier aber trotzdem mal mit. Und da seht ihr schon das Problem, wir kriegen immer nur einen Spiegelstein und der andere, der befindet sich jetzt genau auf der anderen Seite von diesem Fluss und den holen wir uns aber auch gleich ab. Und da sind wir in der Ecke und hier finden wir den zweiten Spiegelstein, den wir brauchen. Und wie gesagt, wir können jetzt ins Kartenmenü drücken, einmal X, Funkeflecken an und ihr seht, hier kriegen wir auch eine bei
Azintia. Ihr seht es eingeblendet, es ist in der Nähe der Stadt Mandala. Das bedeutet, wir teleportieren uns dementsprechend schnell mal hier nach Mandala, um von dort aus unser Item zu bergen. Da sind wir an dem Baum, wo es, ich zeige es hier nochmal auf der Karte, hier gegenüber von Mandala, links unten auf der Karte. Da ist der Baum, wenn wir den anrempeln, dann kriegen wir hier unsere Vajazinthe, Glitzerharz, und da ist sie, Vajazinthe. Sogar zwei Stück. Dieses Item braucht man öfter. Wenn wir dann alles zusammen haben, dann benutzen wir von unserem Helden die Magie-Teleportation und können uns rein theoretisch an jedes x-beliebigen Lagerplatzes teleportieren. Das Deutsche war jetzt gerade ganz klasse. Aber ich werde es jetzt einfach mal so lassen. Um dann unsere pfiffige Schmiede zu aktivieren. Wir gehen auf Gegenstände schmieden. Peitsche. Und da sehen wir sie, die Königinnenpeitsche. Sie hat eine Schwierigkeit von 2. Das bedeutet, man sollte schon ja ein bisschen hoch im Level sein, dass man genug von dem Potenzial hat, um halt auch ordentlich zu schmieden. Das Problem, also ihr seht, ich habe jetzt 89. Das Problem bei dem ist, ihr seht, es relativ viele Felder. Und umso länger wir schmieden, umso geringer wird ja die Temperatur und umso schwächer unsere Schläge. Deswegen empfehle ich hier auf jeden Fall mit Finesse als allererstes den Knisterkracher zu machen. Er erhöht die Temperatur nochmal um 300 Grad, kostet 10 Potenzial, aber im Endeffekt gerade bei diesem Item scheint das doch der richtige Weg zu sein, gleich am Anfang erstmal die Temperatur auf 1300 Grad zu bringen. Und nicht dann nachher bei 500 Grad sie auf 800 zu bringen. So ein kleiner Tipp von mir. Und vor allen Dingen, habt ihr Knisterkracher noch nicht erlernt, dann seid ihr auch noch nicht bereit für diese Mission. So sehe ich die Sache. So, und dann geht es natürlich dazu, mit dem Zwillingsschlag hier erstmal die ersten Felder zu bearbeiten. Jetzt hatten wir natürlich richtig, richtig Glück, dass wir mit dem ersten Schlag schon den perfekten hingehauen haben. So, achtet immer drauf, was unten steht. Dementsprechend könnt ihr dann hier die Sachen fertig schmieden. Ne, der nächste Schlag wird doppelt so stark. Und wenn wir dann fertig sind, haben wir hier noch die Möglichkeit, mit Finesse so bestimmte Felder wie zum Beispiel dieses hier. Und dann haben wir das Ding auch noch perfekt. Also ich würde sagen, baut das dementsprechend einfach so nach. Wir haben zwar in dem recht mittleren Feld, da sind wir ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Macht aber insgesamt nicht. Wir haben zweimal perfekt drinne. Und dementsprechend sollte das Ganze auch funktionieren. Wir sagen, dass wir fertig sind und gucken, was bei rauskommt. Gelungen ist immer gut und wir haben eine Königinpeitsche plus 1. Hätten wir jetzt in dem einen Feld nicht sozusagen verkackt, dann hätten wir sogar eine plus 2er Peitsche rausgehabt. Das jetzt erstmal für uns egal ist, denn bei dieser Mission müssen wir sie sowieso abgeben. Wir können sie nicht behalten. Können aber danach natürlich ohne Probleme die Peitsche noch einfach noch einmal machen. Ihr wisst ja jetzt, wo ihr die Items dafür herbekommt. Dann geht es natürlich mit Teleportation zurück, um die Mission abzuschließen.
Wir bestätigen das Ganze mit Ja und überreichen unsere Königinpeitsche und damit ist sie auch nicht mehr in unserem Itembestand. Zum Abschluss bekommen wir unsere drei Mini-Medaillen. Wir haben die Königinpeitsche, die du hergestellt hast, Sasi gegeben und hoffentlich gefällt sie ihrer Lehrerin. Mission eine Peitsche für Profis ist damit abgeschlossen. Ich hoffe, euch konnte dieses Video helfen. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, es kommen noch weitere Videos zu Dragon Quest 11. Habt ihr Fragen, haut's in die Kommentare. Wie ihr seht, ich beantworte sie auf jeden Fall. Und links könnt ihr abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. In der Mitte seht ihr ein anderes Video, klickt da mal drauf. Und rechts geht es zur Rainer Ravnik Band. Herr Arbeit bedankt sich fürs Zuschauen und sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal.